So, meine Freunde, moin zusammen. Ich grüße euch zu diesem Video. Und einige von euch hatten jetzt auch gefragt nach meinem Apple TV 4K, nach der ganz neuen Variante hier, 2021er Modell, nach der Anleitung dafür, wie man das mit der Audio-Rückkopplung, Rückführung oder wie es sich ganz genau in EARC nennt, machen kann. Das bedeutet nämlich über einen Apple HomePod, wenn ihr einen habt, nicht im HomePod Mini, das geht aktuell nicht. Ich vermute, dass das auch noch kommen wird, weil der HomePod wird ja nicht mehr hergestellt, das große, dicke Ding. Und dementsprechend, wenn man jetzt eine Xbox, eine Playstation oder aber auch irgendwie einen externen Receiver oder sonst was hat, dass man das quasi durchschleifen kann in den Apple TV und der Ton wird dann über den HomePod ausgegeben. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch in diesem Video. Wie ihr sehen könnt, befinde ich mich jetzt hier in den Einstellungen vom Apple TV. Als erstes müssen wir hingehen zu Video und Audio in dem Bereich. Danach gehen wir hier runter und müssen bei den standardmäßigen Lautsprechern erstmal den HomePod auswählen. Dauert eine Sekunde und wenn der ausgewählt ist, geht's weiter. Das ging schneller als gedacht. Danach gehen wir runter, ne? Audio-Rückführkanal, so heißt das Ganze hier auf Deutsch. Allerdings in der Beta-Variante, sollte aber funktionieren, auswählen. So, dann kriegen wir hier noch eine Mitteilung, könnte ein paar Sekunden schwarzer Bildschirm sein und danach wird automatisch zurückgewechselt. Also warten wir die Sekunde ab. 2 Sekunden später ist er auch direkt da, muss dafür irgendwie einen kleinen Neustart machen, würde ich vermuten. Konnte nicht konfiguriert werden, sagt er. Ja, das Ganze hat bei meinem Fernseher jetzt gerade noch nicht funktioniert. Das ist nämlich der wichtige Hinweis, warum. Ihr müsst in den HDMI-Eingang am Fernseher, das ist bei mir hier bei meinem, Samsung, so eine externe Box, ihr müsst in den ARC-Anschluss reingehen. Das heißt, ich muss das einmal umswitchen, hier mit dem HDMI-Kabel rein und dann sollte es funktionieren. So sieht das Ganze jetzt bei meinem System hier aus. Bei mir heißt Apple TV quasi, erkennt er so als Wohnzimmer. Könnte ich auch nochmal umbenennen, das wäre sinnvoller. Nachdem wir das Ganze jetzt richtig angeschlossen haben, wird er auch hier unten direkt unter ARC angezeigt. Das funktioniert, okay. Oben habe ich jetzt einen der beiden HomePods ausgewählt. Die sind jetzt gerade nur nicht als Stereo verbunden, soll ich nicht stören. Und dann sollte das Ganze klappen. So, dann testweise mal hier in so ein Game rein. Und er hört das. Wunderbar. Das funzt. Also, relativ einfach, funktioniert jetzt endlich. Eine sehr, sehr geile Nummer auf jeden Fall, wie ich finde. Dementsprechend, wenn das dem einen oder anderen helfen konnte, ARC dran denken, richtiges Kabel verwenden, wichtig. Daumen hoch fürs Video, abonnieren nicht vergessen, haut rein, bis zum nächsten und ciao.